In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Im heutigen Evangelium, wo Christus in ein kleines Kaff, könnte man sagen, kommt, aliquot castellum, also eine kleine mit Wehrbefestigung umgebene Ortschaft, da hat er in Entfernung 10 Aussätzige stehen. Die Aussätzigen stehen in einer gewissen Entfernung, denn man wusste, dass der Aussatz ansteckend war. Man kannte zwar das Wort Virus nicht, man wusste auch nicht, dass es das gibt, aber man wusste, dass der Aussatz durch Berührung ansteckend ist. Und so rufen diese Aussätzigen aus der Ferne, helf uns. Und Christus tut nichts, außer dass er ihnen sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Das war üblich, wenn eine, sagen wir, unter besonderen Umständen erfolgte Heilung vorlag, musste die den Priestern gemeldet werden. Ganz genau wie in der katholischen Kirche eben auch der Klerus und nicht irgendeine Organisation allein Wunder untersucht. Wenn irgendwo ein Wunder stattfindet, dann sollte es, ich spreche von einer gesunden und normalen Kirche und nicht von der Fälschungskirche da draußen, sondern der katholischen Kirche, dann wird dieses Wunder dem Bischof gemeldet und der Bischof muss es untersuchen. Und genauso war es damals. Er sagt ihnen ganz einfach, geht dorthin und zeigt euch den Priestern. Und die gehorchen. Und das ist einmal ein Punkt des heutigen Evangeliums, dieser Gehorsam. Unser eins hätte wahrscheinlich gesagt, wieso Herr, warum soll ich zu den Priestern gehen, ich bin doch aussätzig. Und Tatsache ist, solange sie aussätzig waren, konnten sie auch nicht zu den Priestern gehen, sie wären nicht aus sehr verständlichen Gründen nicht reingelassen worden. Christus aber mit der ihm eigenen Autorität setzt sich durch und sie gehorchen und sie gehen. Und auf dem Weg fällt dem einen von den 10 auf, dass sie alle geheilt sind. Sie machen sich also auf den Weg zu den Priestern und auf dem Weg, während sie da gehen, werden sie langsam geheilt. Und nur der eine kehrt, der Samaritaner, der Ausgestoßene, der aus jenem Volksstamm, mit dem die Juden von Anfang an in Krieg lagen, sind einmal, als sie aus dem babylonischen Exil zurückkamen ins Heilige Land, die Samaritaner ihnen mit offenen Armen entgegengekommen sind. Und die haben ganz einfach, die Juden, den Samaritanern gesagt, wir wollen eure Hilfe nicht. Kein schöner Charakterzug, der noch dazu zur Folge hatte, jahrhundertelange Feindschaft. Die Samaritaner galten als unrein, als ausgestoßen. Und so ist es nicht nur im Evangelium vom barmherzigen Samaritaner, sondern auch im heutigen wieder zu sehen, dass oft die, die als ausgestoßen gelten, in Wirklichkeit die Besseren sind. Aber dass dieses Evangelium heute das Evangelium der Dankbarkeit ist, das Evangelium, das zeigt, dass der Ausgestoßene dankbar ist, das wurde an anderer Stelle schon ausführlich besprochen. Ich möchte heute auf etwas anderes hinweisen. Diese 10 gehen also zu den Priestern, der eine kehrt zurück, wirft sich Christus zu Füßen und bedankt sich bei ihm. Das sagt der heilige Augustinus ganz richtig, dass dieses Evangelium keineswegs nur den Zweck der Heilung hatte oder auch nur den Zweck der Darstellung der Dankbarkeit, sondern noch etwas ganz anderes. Christus vergleicht immer wieder Krankheiten im Körper mit Krankheiten im Geiste. So heilt er den Taubstummen und auf der anderen Seite haben wir dann nach der Auferstehung den ungläubigen Thomas vor uns, der also sozusagen wie ein Taubstummer vor der Wahrheit steht und zweifelt. Solange er seine Hände nicht in die Wunden Christi legen kann, glaubt er nicht, dass Christus auferstanden ist, egal wie. Also während Petrus schon im Matthäusevangelium, wo ihm dann das Petrusamt übertragen wird, tu es Petrus, et superhang Petra medificabo ecclesiam meam, vorher schon durch Gott inspiriert gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, tut der heilige Thomas, der Apostel, nach der Auferstehung das immer noch bezweifeln. Und das ist vergleichbar mit dem Taubstummen, der also nichts hört, daher auch nichts versteht und über nichts was reden kann. Und heilige Augustinus sagt ganz richtig, dass die Leprakranken vergleichbar sind mit den Heretikern.
Nun, das Wort Heretiker, das wird ja heute belächelt, denn die Wahrheit ist uninteressant geworden, die Religion ist uninteressant geworden. Es gibt ein paar Dogmen, das Dogma vom freien Sex, das Dogma von der Unterhaltung, das Dogma von der Spaßgesellschaft. Wehe dem, der dagegen spricht. Das Dogma der Wahrheit, das Dogma des Glaubens, das ist verloren gegangen. In der Summa Theologiae sagt der heilige Thomas Aquinas unter dem Kapitel über die Häresie, über die Sünde der Häresie, ganz richtig: Wenn dem Heretiker nicht die Todesstrafe gebührt, wem denn sonst? Christus warnt doch davor, dass wir uns vor denen fürchten, die unseren Körper zerstören können, und nicht vor dem, der unsere Seele zerstören kann. Was nützt es, wenn wir mit einem vollkommen gesunden Körper in die Hölle kommen? Da wäre es doch besser, als körperliches Wrack in den Himmel zu kommen. Und genau das ist der Vergleich mit den 10 Leprakranken. Die Lepra ist ansteckend, die Häresie auch. Jede Viruskrankheit steckt an, jede Abweichung von der Wahrheit auch. Und hier warnt Christus im Grunde genommen davor, dass wir nicht begreifen, was wir mit der Wahrheit erhalten haben. Denn unter den 10 Leprakranken gehen ja 9 dann tatsächlich weiter, zeigen sich den Priestern, und für die ist das dann irgendwie selbstverständlich. Ja? Jesu preceptor nostra ad juvenos, unser Meister, nicht? Also Jesus, unser Meister, hilf uns. Er hilft uns, ist selbstverständlich. Das ist so, wie es immer wieder passiert, dass Gott jemanden eine bestimmte Gnade zukommen lässt und der dann, anstatt sich zu bedanken, anstatt umzukehren, anstatt in der Kirche sich niederzuknien und ein Dankgebet zu sprechen, sagt: Ja, selbstverständlich, steht mir ja eigentlich zu, habe ich eh verdient. Und Christus warnt davor, dieses Geschenk des Glaubens zu wenig ernst zu nehmen. Die Lepra war so ziemlich damals das, was als das Furchtbarste von allem galt, weil es ja diesen Menschen noch dazu den Hilfereichenden entzogen hat. Wenn jemand eine ganz normale Krankheit hatte, gelähmt war oder so, dann konnte er ja in der Familie bleiben, von der Familie gepflegt werden und von der Familie erhalten werden. Wenn jemand hingegen diese ansteckende Lepra bekam, dann musste er meistens in irgendwelchen Höhlen unter Leprakranken sein Leben verbringen, und dann konnten sich eigentlich von Essenszuweisungen, die meistens aus der großen Entfernung gemacht wurden, abgesehen, diese Leprakranken nur noch selbst helfen. Es war ein Zustand des Elends, des Hungers, des Leidens, und die Lepra tötet noch dazu im Gegensatz zu anderen Infektionskrankheiten nur sehr langsam, qualvoll und schmerzvoll. Und genau diese Krankheit sucht der Herr sich aus, um zu zeigen, vergleichsweise, was passiert, wenn ein Mensch in seinem Glauben auch nur in einem einzigen Punkt, Christus wusste ja im Gegensatz zu den Jüngern, dass die Lepra eine Viruskrankheit ist. Und der Virus ist ein unsichtbar, fürs menschliche freie Auge, unsichtbarer Anstecker. Und so ist es mit der Häresie. Wenn man in einem einzigen Punkt nur von der katholischen Lehre abweicht, dann, man sieht das nicht. Weil ich rede jetzt nicht von denen, die das absichtlich tun, die absichtlich die katholische Lehre zurückweisen. Davon rede ich nicht. Das ist ja das wiederum vergleichbar mit dem Selbstmord. Dass man eben mit der Seele Selbstmord begeht, indem man die Wahrheit wissentlich und willentlich zurückweist. Ich rede von der Ansteckung. Dass irgendjemand mit einer brillanten Idee daherkommt, wie die Philosophen der letzten Jahrhunderte zum Beispiel, mit dieser Idee einem zum Nachdenken bringt, was gut ist, und man dann aber unkontrolliert, ohne die geistliche Leitung darüber nachdenkt, sich in einem einzigen Punkt irrt, aus diesem Irrtum heraus, logisch aber weiterdenkend, dann andere Glaubenswahrheiten ebenfalls zurückweist, und damit der Seele das passiert, was dem Körper mit der Lepra passiert. Diese Krankheit der Häresie ist es, der wir das heute, den Zustand der sogenannten Kirche da draußen heute verdanken. Das ist nicht so, dass jeder einzelne dieser Priester, dass jeder einzelne der deutschen Bischöfe, jeder einzelne des Weltepiskopats wissentlich und willentlich die Wahrheit Christi zurückweisen.
Das tun einige wenige. Einige wenige, so wie ein Kardinalstaatssekretär vor vielen Jahren, der am Totenbett sogar noch den Priester abgewiesen hat. Das sind die, die willentlich und wissentlich die Wahrheit zurückweisen, weil sie längst Diener Satans sind. Nein, die Mehrheit des Klerus, die gewaltige Mehrheit der Bischöfe und der Priester, die haben irgendwo einmal diesen Virus der Lepra bekommen. Nur im Gegensatz zur Lepra ist die Häresie nicht am Körper sichtbar. Sie bohrt weiter in die Seele hinein, sie nimmt einem einen Glaubenssatz weg, dann mit diesem einen den nächsten Glaubenssatz und man wird immer skeptischer, bis man zum Schluss in der vollkommenen Wüste der Unwahrheit landet. Und vor dieser Lepra warnt der Herr genauso wie vor der Undankbarkeit, wenn man sie nicht erhält. Er sagt eben, dieser eine einzige Samaritaner dreht um, wirft sich ihm zu Füßen und bedankt sich bei ihm. Wie oft haben wir eigentlich uns schon bedankt dafür, dass wir die Tradition haben? Die Tradition ist ja der eigentliche Glaube, das Depositum Fidei, der Schatz des Glaubens, jene Tradition, von der das Konzil von Trient und das erste Vatikanische und letzte Vatikanische Konzil sagen, dass es alles enthält, was in der Heiligen Schrift enthalten ist und alles, was die Apostel selbst aus dem Munde Christi noch gehört haben. Wie oft haben wir eigentlich dem lieben Gott schon gedankt, dass wir das haben? Wie oft passiert es uns, dass wir zumindest mit einer gewissen Genugtuung, wenn doch hoffentlich nicht Verachtung für die anderen, uns darin baden, dass wir die letzten Vertreter der Wahrheit sind? Dann gehören wir nämlich zu diesen neuen Leprakranken, die sich nicht die Mühe machen, umzudrehen und Christus zu danken. Wir müssen handeln wie dieser Samaritaner. Wir müssen in Liebe die Wahrheit vertreten. Nicht uns hinstellen und sagen, ich bin der letzte Katholik und du bist nichts. Wir müssen in Liebe, in Dankbarkeit vor dem Herrn knien und ihn immer jeden Tag aufs Neue bitten, dass er uns diese Wahrheit erhält. Die meisten Menschen denken daran durchaus, auch beim Abendgebet, wenn man schlafen geht, Herr, erhalte mich gesund. Herr, gib mir Gesundheit. Herr, gib mir meine Gesundheit wieder, je nachdem. Diesem Gebet müssen wir auch die geistige Gesundheit anschließen, dass wir ständig durch das Gebet im Glauben bleiben, dass uns dieser Glaube erhalten bleibt und dass wir auf keine noch so verlockende, fremde Idee reinfallen. Und da gibt es einen guten Grundsatz. Der heilige Cyrillus von Jerusalem sagt es. Wenn wir Fragen stellen, wenn wir vor irgendeiner Idee stehen, vor einer Lehre stehen, dann gibt es da nur eine Frage. Ist es Tradition? Frag sonst nichts. So sagt wortwörtlich der heilige Cyrillus von Jerusalem. Wenn wir irgendwo auch nur unsere Aufmerksamkeit, unsere Wachsamkeit im Glauben verlieren, dann ist das genau jene Lücke, bei der das Virus, der Lepra, in dem Fall der seelischen Lepra, eindringt. Ich habe es selbst erlebt, dass jemand, der täglich in eine traditionalistische Kapelle zur Messe gegangen ist, eines Tages ein Buch gelesen hat. Nachdem er dieses Buch gelesen hat, ging er nur noch am Sonntag hin und ein Jahr später gar nicht mehr. Davor warnt Christus. Wenn wir nämlich nicht zuerst dankbar sind dafür, für das, was wir haben, dann kann es sehr wohl sein, dass Gott zulässt, dass wir zumindest vorübergehend, wenn nicht für immer, in eine Periode hineinschlittern, in der uns alles wurscht geworden ist, uninteressant geworden ist, oder wir schlimmer noch im Lager der anderen landen. Sehen wir doch, was ist denn mit diesen Priestern und Bischöfen geschehen? Warum sind sie denn vom Glauben abgefallen? Warum haben sie die Tradition, viele von denen sind alt genug, um sie noch gehabt zu haben, warum haben sie diese Tradition fortgeworfen? Nun, weil ihnen etwas anderes wichtiger war als ihre Gesundheit. Wie derjenige, der seine Gesundheit aufs Spiel setzt, nur um noch mehr Geld zu haben. So haben die ihre Gesundheit, ihre seelische Gesundheit aufs Spiel gesetzt, um ihren Posten zu behalten, ihre Pensionsversicherung zu behalten, ihr Einkommen oder was weiß ich immer
für was für andere Dinge, die Karriere, die Macht, den Einfluss, den Fernsehauftritt, was immer. Und wir müssen, ich sage es noch einmal, dieses Evangelium der Dankbarkeit nicht nur so verstehen, wie es die Dankbarkeit dafür ist, dass wir am Leben sind, gesund sind, zu essen haben und so weiter, sondern zuerst dankbar sein dafür, dass uns der Herr den Glauben erhalten hat. Nicht nur die Lehren, die einzelnen Punkte, die in Büchern aufgelistet sind, sondern unseren Glauben, die Flamme des Glaubens, die Liebe, die viel wichtiger ist als jede intellektuelle Geschichte. Denn wie der heilige Paulus ganz richtig sagt, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzte, und ich hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. In nomine Patris et Filii et Spiritus.